Max Jörper, alten Bekannten, als er 2018-19 die Augsburger Panther verließ, hat er sie gerade ins Halbfinale geführt. Jetzt ist Jörper bei den Grizzlies Wolfsburg und die Augsburger um Kapitän Brady Lamb zum Vorletzter und ja, müssen um den Klassenerhalt bangen. Und zwar sehr. Augsburg in den dunklen Trikots mit der ersten gelungenen Aktion nach rund 7 Minuten. Steeler spielt die Scheibe tief. Trevelyan gewinnt den Zweikampf. Wieder auf Steeler und der mit dem 1:0 für die Augsburger Panther. Einfach gespielt, aber effizient. Vor allem der Einsatz hier von Trevelyan gegen Möser wichtig. Und dann kommt Steeler wieder ins Bild und bringt die Panther in Führung. Beide hatten vor der Länderspielpause verloren. Augsburg mit 2:4 in Berlin. Wolfsburg nach 3:0 Führung und mit 3:4 in Frankfurt. Die Grizzlies dann in der Schlussphase des ersten Drittels zum ersten Mal so richtig gefährlich. Die Scheibe landet am Pfosten. Schuss von der blauen Linie und dann kommt JC Baudin mit dazu. Und beinahe geht das Ding über die Linie. Der Schlittschuh von Mirko Sacher, dann der Pfosten und die Rettungsaktion von Markus Keller. Ein gutes erstes Drittel der Augsburger Panther. Das, obwohl die Ultras die Unterstützung verweigerten, hatten in einem Flyer geschrieben, dass ja, da der Einsatz nicht stimmt von der Mannschaft auf dem Eis. Das war in diesem Spiel aber nicht zu erkennen. LeBlanc auf Brzozowski, auf Wolek. Zu Beginn des zweiten Drittels dicke Chance für die Panther auf 2:0 zu erhöhen. Dann gingen sie mit 4 Mann nach vorne und Wolfsburg konterte über Bittner, Jeffrey und Mahacek zur Auf-1-Situation ausgenutzt. Zum Ausgleich in der 26. Minute natürlich viel zu offensiv die Augsburger. Komplett offen, Bittner über die Bande auf Jeffrey. Das ist der Vorbereiter und Mahacek ist der Torjäger. Kommt der Pass von Jeffrey und das Tor von Mahacek. Saisontor Nummer 26 mit dem Mann, der ja auch mal eine Saison in Augsburg gespielt hat. Spencer Mahacek. Augsburg dann im zweiten Drittel mit Luis Schinko. Schöne Bewegung, Scheibe durch die Beine gezogen und dann die gute Chance für die Wolfsburger, die langsam reinfanden ins Spiel, sich lange schwer taten gegen ja, Augsburger, die die neutrale Zone zumachten. Und Max Jörpers Mannschaft fand da lange kein Mittel. Das dritte Drittel war unterhaltsam und es gab dicke Chancen. Erst die Augsburger Panther mit Wade Bergman und dann kommt der Pass von Johnson auf Kaffner. 42. Minute, was für eine Riesenmöglichkeit für die Augsburger Panther. Und Kaffner trifft einfach die Scheibe nicht richtig und schießt über das Tor. Augsburg drückte weiter und Wolfsburg konterte mit Dustin Jeffrey. Wieder der Querpass wie beim Tor durch Mahacek. Diesmal auf Braun. Super Save von Markus Keller. Der verhinderte die Wolfsburger Führung. Wolfsburg konterte, Augsburg machte mehr Druck. Und dann war Wolfsburg mal ein bisschen länger im gegnerischen Drittel. Hielt die Scheibe mal über Baudin, kommt zurück auf Darren Archibald. Der schießt einfach und das Ding schlägt ein. Zum 2:1 für die Grizzlies. Saisontor Nummer 19 für Darren Archibald. Einfach gespielt von Wolfsburg. Wurm auf Baudin, auf Archibald. Verkehr vor dem Tor. Markus Keller die Sicht versperrt. Und der Schuss von Archibald findet seinen Weg ins Augsburger Tor. Die Führung für die Grizzlies. Wolfsburg ja, dann aber nach hinten reingedrängt. Chancen für die Augsburger Panther. So hier durch Vinny Saponari. Dicke Möglichkeit in der 51. Minute. Die Latte rettet für Dustin Strahlmeier. Und weiter Druck der Augsburger Panther in Überzahl jetzt. Über Pampel und über Wenström und wieder an die Latte. Also durchaus auch Pech dabei bei den Augsburgern, die im dritten Drittel die Möglichkeiten hatten auszugleichen. Die Chancen nicht nutzten. Sie nahmen den Torwart vom Eis in der Schlussphase. Murray auf Mahacek und Spencer Mahacek mit dem Empty-Net-Goal mit der Entscheidung. 3:1 für die Grizzlies Wolfsburg. Augsburg kämpfte, aber es gab die nächste Niederlage. Ja, und Darren Archibald, der Siegtorschütze, sagt, nach schläfrigem Gewinn, Beginn war es auf jeden Fall eine Steigerung der Grizzlies. Yeah, I thought we were a little sleepy first half of the first period there. We kind of got better as the game went on. You know, I think the intensity of the game kind of worked into our favor. Guys got a little gritty, started sticking up for each other, and you know, we got the late goal and the empty netter there. Good road win. To win hockey games, we need to play even better. If we would have scored at the end there, the game would have looked different. But yeah. Sebastian Wölfel fordert auch eine bessere Leistung
von seiner Mannschaft. Es war mehr drin für die Augsburger Panther, aber der Sieg geht nach Wolfsburg. Die holen wichtige 3 Punkte im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation. Augsburg jetzt nur noch mit 7 Punkten Vorsprung auf den Tabellenletzten Bietigheim. Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.